Moin und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Leute, so leer sieht der Flughafen aus, wenn man um kurz vor 6 da ist, weil man um 2.45 Uhr aufgestanden ist. Und ja, aber jetzt geht's erstmal los nach Schweden. Ich bin ganz bisschen müde, wirklich nur ganz bisschen, weil ich gerade eben so knappe 3 Stunden geschlafen habe. Guten Morgen. Oh, ich bin auf dem Weg, das Gate zu suchen. Ich habe echt lange in der Sicherheitskontrolle gebraucht. Und ja, ich wollte mir eigentlich entspannt was zu essen kaufen. Aber ich muss noch ein ganz schnelles Stück laufen. Und mein Boarding ist halt schon um 6.30 Uhr. Und wir haben jetzt 6.20 Uhr, 25. Ja, ich hoffe, da ist irgendwie noch ein Bäcker, damit ich mir was kaufen kann. Und ja, sehen wir uns gleich im Flugzeug. Also mein Gate ist wirklich am anderen Ende des Flughafens. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Und es ist anstrengend und ich habe echt Hunger. Glück auf, würde ich sagen. So Leute, ich bin angekommen. Ich habe aber kein Internet, was ein bisschen dumm ist. Jetzt habe ich mich hier doch in so ein WLAN einloggen können. Und jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo die Züge fahren und wie ich ein Ticket dafür bekomme. Der Flug war an sich eigentlich ganz gut. Ich habe aber immer noch nichts gegessen. Und ja, werde ich jetzt mal gucken, dass ich ein Zugticket bekomme. Weil ich muss ja irgendwie noch nach Uppsala kommen. Okay, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Das war ein bisschen verwirrend mit der Ausschilderung. Aber ich brauche auch noch ein Ticket. Puh! Bisschen lost. Vor allem ist hier alles auf Schwedisch. So, ich bin da. Irgendwie nicht so spektakulär bisher. Es ist halt einfach ein Bahnhof. Aber jetzt muss ich nur noch finden, wo ich hin soll. Da neben ist die Ostsee und wir gucken mal, dass wir was Essen organisiert bekommen. Es gibt tatsächlich sogar 2 vegetarische bzw. vegane Gerichte. Ich bin gespannt und ja, aber es ist voll die lange Schlange hinten und wir hatten auch eigentlich keine Sitzplätze nebeneinander, aber wir haben jetzt mit jemandem getauscht, jetzt sitzen wir nebeneinander und ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt auf Visby und die Ostsee und es ist irgendwie ein bisschen schade, dass wir keine Sonne haben und wir keinen Sonnenuntergang sehen, aber ich freue mich trotzdem voll auf morgen und übermorgen. Ich glaube, es wird echt interessant und ich liebe das Meer einfach. Ja, es geht los. Wir fahren. Boah, sind die Scheiben dreckig. Oh lala. Meine Beschwerden. Naja, wir fahren auf jeden Fall und wir kriegen gleich Essen. Am ersten Tag in Visby haben wir uns erstmal die Stadt angeschaut. Visby ist umgeben von einer ganz langen Stadtmauer und wirklich wunderschön. Es stehen hier so viele alte Häuser und es hat richtig Spaß gemacht, einmal diese Altstadt zu erkunden.
Tag sind wir zu diesem wunderschönen Naturschutzgebiet gelaufen. Es war so, so, so windig und kalt. Es war keine 4 Grad. Aber wir mussten natürlich unbedingt Bilder machen und einmal runter ans Meer laufen. Es hat sich sowas von gelohnt. Es war auf jeden Fall der schönste Ausflug meiner Meinung nach. Und ja, seht's einfach selbst. I'm facing my fears well, I lose you. My soul is bursting with emotion. Drowning in tears and I feel broken. Sitting by the deep blue ocean. I'm facing my fears well, I lose you. My soul is bursting with emotion. Drowning in tears and I feel broken. Sitting by the deep blue ocean. So can burst and put it in, oh can burst and put it in, oh can burst and put it in deep blue ocean. So can burst and put it in, oh can burst and put it in. Just to see your face. Leider mussten wir jetzt Visby schon verlassen, aber es waren 2 wunderschöne Tage und jetzt nehme ich euch noch mit nach Stockholm. Durch die Sicherheit durch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ich habe keine 20 Minuten gebraucht, um vom Zug durch die Sicherheitskontrolle bis hier zum Gate zu kommen. Und ja, also sitze ich jetzt schon 1,5 Stunden zu früh. Aber ich bin ehrlich gesagt auch zu früh oder zu spät und bitte nicht meine spätige Frisur beachten. ja. Jetzt nach Hause und ich denke mal, damit beende ich das Video. Ich muss noch den Teil drehen, wo ich noch ein bisschen erzähle. Vielleicht noch ein Voice-Over. Ihr werdet mal sehen. Aber es war auf jeden Fall richtig schön. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es waren nur 4 Tage, es hat sich angefühlt wie 6-7. Wir haben so viel unternommen. Und was wenn ihr alle schon ein Video gesehen habt. Also, nächsten Mal. Schön, dass du dir alles angeguckt hast. Freut mich voll. Und ich übe dann noch mal ein bisschen mit dem Vloggen. Aber ich bin irgendwann Profi, sage ich euch.